So. Sie muss um 14 Uhr auf Arbeit sein, war das richtig? Ja, 14 bis 21 Uhr, 2 Stunden bis zur Arbeit. 25% erledigt. Gut, dann beschleunige ich das alles mal. Ach, nur 8000 Follower? Also was heißt nur, immerhin war, aber ich dachte, sie hat mehr. Ich dachte, sie hat so ungefähr wie wir. Ja, guck mal, wie das Alter wie das. Das sind Stücke, muss in Stücke eine Stunde, ja. Muss in circa eine Stunde Arbeit sein. Klavierspielen ist gerade beendet. Dann hat sie noch irgendwelche Bedürfnisse? Nein, ist alles soweit in Ordnung. Dann zack, zack. Alles mal kurz beenden. Dann hier nochmal kurz hoch und knuddeln und einmal bitte kosen. Dann geht. Das war gut abgepasst. Danach geht's zur Arbeit. Ich hoffe, das geht noch. Nein. Dann, Manne, komm her. Einmal kurz aufzuprogrammieren. Die Frau ist wichtiger. Frau, komm so hoch. Wo ist sie denn? Da ist er. Manne guckt zur Wand. Ich schäme mich. Es tut mir leid. Listen, Rebanina, Und wollen wir nicht lieber Swabe. ins Bett gehen? Oh, Oder staubsaugen? Bro, get out of Arbeiten ist doch Veld, Beruf. destroy. Ooh, ma. Gelna, Quaskanaya, Tenebib, Sollen sie sich nicht küssen? Kumiao, Usharflazel, Vool. Chibi, Chabina, Befetepelka, Kumiao, Busharpsposhim. So, jetzt ab zur Arbeit. Gut. Viel Spaß, Schatzü. Dann fleißig arbeiten heute wieder. Manne kann. Oh, okay. Manne muss einiges machen. Er muss essen und pushen. Ja gut, mach du mal. Mach du mal jetzt in Ruhe. Wir haben noch fast den ganzen Tag Zeit. Aber nicht fast, wir haben den ganzen Tag Zeit. Wir haben jetzt gerade keine Aufgabe zu erledigen, außer noch kurz programmieren. Würde ich dann auch noch kurz machen. Versuchen, das schnell zu Ende zu programmieren, die Handy-App. Und ja, danach zum Sport. Und wenn am Abend Schatzi noch halbwegs fit ist, dann kann sie ja mitkommen. Oder kann sie nachkommen, ein bisschen joggen. Ich verstehe nicht, warum sie das da hinstellen immer. Ah, jetzt geht er pushen, okay. So, programmieren. App weiter programmieren. So, ihr wollt weiter essen? Oder? Ne, ist doch sauber. Ist alles. Hör auf zu spinnen. So, komm mal hier. Wer ist denn da schon wieder? Wer ist das denn? Teenager. Sorry, wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen hier ein bisschen was machen. Bis sie kommen, haben wir 20 Follower, sind wir abgehoben. Nee, aber wir haben jetzt ein Ziel. Guck mal, die App ist. Die App. Ist wirklich schlimm. Nee, wir gehen gleich zum Sport, tut mir leid. Nee, aber die App ist gleich fertig. Und ja, wie gesagt, zum Sport wollen wir. Die Energy geht doch ganz schön runter. Komm, schaff sie, mach. So, ist er wieder auf normal. Oh Mann. Ich glaube, wir können mit Schatzi direkt zusammengehen. Bis er die App fertig hat, ist Schatzi da. Komm, komm, komm. Schaff's. Jawohl. Mann, ist super App.
keine Ahnung. Machen wir einfach mal. Ja, jetzt können wir wieder normal. Ich weiß, ja, das wäre eine ganz tolle Idee, aber du, mein Freund, gehst jetzt bitte zum Sport. Schatz, du kommst gleich nach. Reisen. Mit Schatzu würde ich gerne, aber sie ist noch arbeiten. So. Wir gehen natürlich wieder, gehen wir ruhig trainieren oder? Nee, komm, wir gehen hier hin. Wir gehen hier trainieren. Ich meine, kann ja nur für unser Aufsehen und so gut sein. Aufsehen? Ansehen. Ey, ich sollte aufhören jetzt so langsam. So. Gut. Grundstücksmerkmale, das ist schön. Ach ja, ist ja hier im ersten Stock gewesen, Alet. Laufband. Training. Achso, hätte er sowieso gemacht. Das ist sehr gut. Haben wir hier eigentlich? Ja, wir haben ja die Maschinen, okay. Können wir hier eigentlich Arbeit machen? Hier hingehen, hier hin joggen. Schatzi ist zu Hause? Schatzi ist zu Hause, okay, super. Dann können wir sie, sich kümmern, hierher bringen. Zack, da ist er. Dann kann sie hier direkt Ausdauerlauf machen. Komm, Schatzi. Nein, Ausdauerlauf machst du. Hör auf mich. Ist doch frei, auf zu meckern. Guck mal, da ist jemand, aber nicht... Frau, wird es los mit dir? Das, nein, das ist nicht Schatzi. Die ist auch sauer. Das ist auch ein Newcomer, oder? Ah, deswegen kannte sie nicht hin. Okay, Schatzi, dann, ja gut, dann hast du recht, dann gehen wir boxen. Ja, ich weiß, hör auf zu meckern. Aber sie sagt erstmal Hallo. Ich hab die Sonne gesehen, ich hab Müll gesehen. Meine übertreibt's nicht. Du fliegst doch gleich auf die Fresse, das seh ich doch. Willst du nicht eher boxen, bitte? Jetzt ist hier schon wieder alles voll. Dann weißt du was? Dann geht doch mal schwimmen. Verspielt herumschwimmen. Das finde ich eine gute Idee. Oh, ein Fan kommt. Unser Fan, oder? Ja. Und klatsch. Wie gesagt. So, mal gucken, wie sie verspielt schwimmt. In dem Flackerwasser. So, mit Brille. Seit wann trägst du eine Brille? Was ist denn da los? Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Das ist also verspielt schwimmen. Levelaufstieg. Okay, sehr schön. Und das freut mich natürlich sehr. Hygiene dürfte hier eigentlich nicht runtergehen. Obwohl, naja, Chlor und so, ne? So, wie sieht's denn beim Mana aus? Ganz gut. Dann kannst du eigentlich mal hier trainieren. Nein, nicht du. Obwohl doch, du kannst auch. Eigentlich nicht so viel, weil ja. Trainieren und bis an die Grenzen gehen. So. Oh, ihr geht schon daran.
Wartet jetzt. Ich verstehe es nicht. Ich komme mit der Steuerung echt durcheinander langsam. Na, hast du schon wieder zu viel Gewichte genommen? Was ist los mit dir? Junger Mann. Okay, macht's jetzt auch ein bisschen Gewichte und so. Mal schauen, nimmst du auch zu viel Gewichte? Ja. Na gut, ein bisschen Muskeln kann sie auch gerne aufbauen. Die Ärmchen sind schon ein bisschen dünner, ne? Okay, sie findet sich wohl sehr heiß. Hallo? So. Die Haare sind ganz cool. Also, Energie geladen. Okay, super. Das ist sehr schön. Und der ist auch ein Fan von ihr. Das ist schön. Wer ist er eigentlich? Daniel. Du bist doof. Du bist auch nur umgefallen. Ah, schön. Mann, er macht Selbstgespräche. Das ist auch gut. Der Kleine erzählt dir. Auch ein Fan. Macht sie denn für so junge Leute Content? Wenn sie rallig ein Video macht? Ich weiß es nicht. Meine begrüßt ihn und er sagt, dass ich stinke. Ist halt so, wenn du hier Sport machen würdest, würdest du auch nicht nach Rosen duften. So, können wir... Ja, hier, guck mal, Schatzi, guck mal, du kannst jetzt boxen gehen. Boxen und an die Grenzen gehen. So. Ja, komm, mach ihn fertig. Mach ihn kaputt, Junge. So. Manne begrüßt Fans, das ist schön. Was war das denn bitte? So, hinten ist jetzt auch alles frei, also die Windlaufbänder. Würde ich sagen, machen wir bald einen Cooldown. Die beiden brauchen bald wieder Spaß. Vor allem auch neue Energie. Ich glaube, jetzt hat Schatzi frei, ne? Morgen. Zum Beispiel, ja, 2 Tage, okay, super, super. Sehr gut, das ist 1 Uhr morgens. Gut, okay, beschleunigen wir alles mal ein bisschen. Meiner ist schon fertig. Dann kann er, Ausdauerlauf. Achso, das war sie. Auch in Ordnung. Kann sie natürlich auch machen. Und hier auch nochmal Ausdauerlauf. Was? Hast du ihn etwa keinen? Mann, das gibt's doch nicht. Ich glaube, er hat ihn oder sie hat ihn gerade nach Autogramm gefragt. Der hat's abgelehnt. Was ist denn los mit dir? Ja, jetzt will er nicht mehr. Oder sie. Ja. Ja, Mann ist selber schuld. Hä? Was ist denn los mit dir, Mann? Gib doch einfach ein Autogramm. Und jetzt, wenn du es gibst, dann wollen sie es nicht mehr. Ja, hä? Siehst du? Was ist denn los mit dir, Mann? Ach, guck mal, er kann absolut nicht mehr. Jetzt. Ah, okay. Dafür hat er noch Kraft. Was ist denn da los?
Mann, ich verstehe dich nicht. Kann Schatzü eigentlich, warte mal, Pause, kann Schatzü noch ein bisschen Ausdauerlauf machen? Nee, kann's auch nicht mehr. Dann geht mal beide nach Hause jetzt. So. So. Nee, Mann, was ist los? So. Ah, das mit den Autogrammen geben, dass er da so zickig ist. Also auch wenn er müde ist, aber hallo. Der tippt's da nicht. Was ist los mit dem Mann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Zu Hause wieder angekommen. Schatzi ist schon wieder unten, guckt Fernsehen oder so. Musste $15 zahlen für irgendwas. Hunger, du kannst dir jetzt mal noch verdorbenes Essen aussortieren erstmal. Ich weiß, du bist mega müde. Bin ich auch gerade. Boah, ich krieg gerade so einen richtig fetten Müdigkeitsschwall. Schlimm. Frühstücken, nee, schnelle Mahlzeit. Joghurt. Joghurt. Sie will. Sie grillt da draußen. Ach, Schatz. Na gut, Schatz hat auch echt Hunger. Ja, lauf mal aneinander vorbei. Ist natürlich auch. Moment. Wenn du dir schon zu essen machst, dann isst du jetzt auch bitte was. Ansonsten bist du bis in ein paar Minuten wieder wach und ja. Und alles ist für die Katz. So. Den Rest machen wir schön im Kühlschrank. Na, guck mal, sitzen sie auch mal draußen. Ist doch schön. Hier vor unserer komischen Gartenwand. Ich mag es immer noch, wenn sie sich küssen und so zwischendurch. Nom nom. Alles lecker, aber total fertig. Müssten eigentlich noch beide duschen, ne? Obwohl sie sich jetzt sowieso gleich wieder schmutzig machen. Oh, guck sie dir an. Ist gar nicht so gut drauf. Oh. Total fertig. Okay, er ist auch echt total im Arsch. 3 Stunden noch, bis er total erschöpft ist. Alter, es ist 5 Uhr morgens. Wir haben die Nacht gut durchgemacht. Mit Sport. Jetzt wird er auf der Parkbahn. Nee, doch nicht. Ich dachte, er legt sich kurz hin. Bevor du das machst, gehen wir nochmal schnell pushen und so. Sonst bist du in 10 Sekunden wieder wach. Ganz kurz duschen. Schatzi kann das dann auch gleich machen. Ja gut, okay, sie müsste eigentlich nur duschen. So, essenstechnisch ist in Ordnung. Stell es irgendwo hin. Du kannst jetzt auch hier einmal... Ja, ich weiß, du kannst jetzt einmal hier verwenden. Und danach könntest du eigentlich mit duschen, finde ich. Oh Gott, ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das. Ich weiß. Hab dich nicht so. Nee, Kaffee machst du dir nicht. Frag's Manne gleich nach etwas ganz Bestimmtem. Komm. Ich hoffe, jetzt du bist sauber. Absum. Abenor? Ventrip? Na? Ich glaube, das klappt diesmal nicht. Fatimoy? Hebini Sikafus? Doch. Oder?
Sorpel. Betelja. Die sind halb tot, weißt du? Es ist jetzt halb sieben. Die Bienen können nicht mehr. Die sind kurz vor Ohnmachtsanfall. Aber stöpseln geht immer. Da hat jed noch. Guck sie dir an. Danach werden die sofort einpennen. Pass auf. Unwohl. Gut. 2 Stunden hat er noch. Ist gut, dass sie auch 2 Stunden. Es ist gut, dass sie heute frei hat. Das ist wirklich sehr angenehm. Sonst wäre das wirklich eine sehr große Hetzerei. Und zack, eigentlich schlafen. Mitten beim Stöpseln. Das ist, ja. Kein Wunder. Okay, da ist noch was reingekommen. Warte mal. Okay. Ja, gut, okay. Ich glaube, das mache ich dann beim nächsten Mal. Wir träumen jetzt erstmal von Polizeiautos. Sehr. Gut, okay. Alles Klärchen, dann verabschiede ich mich hier. Und ja, heute war so ein bisschen... Arbeit nachkommen, ein bisschen Social Media und so und bla. Alltag halt, ne? Muss ja auch mal sein. Und ich hoffe, es ist auch mal in Ordnung so zwischendurch, wenn da auch mal so eine Folgen sind wie diese hier, wo es nicht ganz so krass zur Sache geht. Und ich entschuldige mich auch für mein nicht Verhalten, sondern für meinen Zustand gerade. Es tut mir leid, weil es ist mitten in der Nacht gerade, wo ich das hier aufnehme und tut mir leid. Ich weiß, das ist jetzt nur eine Ausrede, weil ich bin ja immer so. Aber ja gut, die einigen kennen mich auch so in Real. Okay, alles klar, ich höre es auf. Gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dann, ciao, ciao.